wie schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Videotutorial. Ich bin Nadine von Nadine Kreativ und unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. In dem heutigen Video möchte ich dir sehr gerne zeigen, wie du diese kleine Geschenkbox zu Ostern basteln kannst. Und zwar handelt es sich hierbei um eine sogenannte Kissenschachtel, die du hier auf der einen oder auch anderen Seite öffnen kannst. Also ich habe sie nicht auf einer Seite verschlossen, finde ich auch nicht nötig. So kann der oder die Beschenkte das einfach auf beiden Seiten öffnen, wie er oder sie möchte. Nachdem ich für das letzte Video und dieses süße Ostergoodie recht viel die kleine Stanzmaschine benötigt habe, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt heute mal ein Ostergoodie für dich, für das du keine Stanzmaschine benötigst. Also ich habe zwar hier den Osterhasen und das Etikett ausgestanzt, aber dafür gibt es von Stampin' Up! Hier auch diese wunderschönen Handstanzen, die ich heute verwenden werde. Und ja, was siehst du hier im Endeffekt? Also ich habe hier Farbkarton in Gartengrün verwendet, ist teilweise bestempelt, mit hübschem Designpapier beklebt. Dann habe ich hier den Osterhasen und das Etikett draufgeklebt und schon war die Kissenschachtel eigentlich fertig. Ist gar nicht so aufwendig und das möchte ich dir jetzt gerne Schritt für Schritt zeigen. Du kannst dir gleich einmal überlegen, ob du dieses Blümchenmuster gerne auf der kompletten Verpackung haben möchtest oder so wie ich nur auf der Vorderseite. Ich sage dir gleich, an welcher Stelle das dann relevant sein wird. Und damit können wir gleich auch loslegen. Du findest wie auch sonst eine Materialliste auf meiner Seite nadinekreativ.de unter den Anleitungen. Und wenn dir die hier verwendeten Materialien oder auch andere aktuelle Materialien von Stampin' Up! Gefallen, kannst du sie gerne über mich bestellen. Dazu kannst du mich entweder kontaktieren oder direkt im Onlineshop über mich bestellen. Und wenn du den Onlineshop wählst, freue ich mich sehr, wenn du den aktuell gültigen Demonstratorcode eingibst. Den findest du auf meiner Webseite nadinekreativ.de, jeweils in der Sidebar ganz unten. Und als kleines Dankeschön schicke ich dir dann im Folgemonat auch eine kleine Überraschung zu. Los soll es jetzt gehen, und zwar mit der Grundverpackung. Das ist jetzt wie gesagt einmal Farbkarton in Gartengrün. Ich habe hier die Maße so angepasst, dass du aus einem DIN A4-Bogen zwei Boxen basteln kannst. Je nachdem natürlich, was du verpacken möchtest, kannst du die Schachtel natürlich auch größer oder kleiner gestalten. Ich finde sie aber so, hat sie eine ganz hübsche Größe für einfach eine Kleinigkeit zu Ostern. Das heißt, ich nehme zunächst einfach mal das Holz- und Schneidebrett, den Farbkarton in Gartengrün und halbiere mir den DIN A4-Bogen zu 21 cm in der Länge und 14,8 cm in der Breite. Das Stück lege ich mir jetzt einmal quer und falze mir einmal auf der einen Seite bei einem Zentimeter, den ich mir bevorzugt gerne auf dieser Seite ablese. Und ich brauche dann, wenn ich es jetzt auf der anderen Seite ablese, hier noch diese 10 cm. Wenn du beides auf derselben Seite abliest, also hier und dort, dann machst du bitte die Falzkanten bei 1 und 11 cm. Ja, also im Endeffekt sind es jetzt 1 cm, 10 cm und 10 cm. So, das falzen wir jetzt einmal kurz nach. Und jetzt hängt es davon ab, ob du das ganze Stückchen bestempeln möchtest. Dann würde ich dir empfehlen, einmal auf dieser Ebene schon quasi zu machen. Oder wenn wir es dann gleich nur auf der Vorderseite machen wollen, bestempeln wir das gleich hier. Als nächstes brauchen wir einmal einen Teller. Der sollte jetzt größer sein von der Breite her als dieses Stückchen, also dieser Farbkarton ist. Ich habe jetzt einen, der hat, was hat er ungefähr? 19 und ein bisschen, zwischen 19 und 20 cm ist der jetzt breit. Das ist tatsächlich auch gar nicht so wichtig. Es empfiehlt sich aber auf jeden Fall, einen größeren Teller zu nehmen. Wie gesagt, als der Farbkarton oder die Packung dann breit sein soll. Denn wenn, ich hatte das nämlich am Anfang mal, ich zeige es dir mal kurz, mit einem kleineren Teller versucht, weil ich dachte, das wäre natürlich praktisch. Dann hast du aber einen sehr tiefen Ausschnitt, eine sehr kleine Schachtel, die dann ein bisschen dicker zu befüllen ist. Aber mir persönlich gefällt es besser tatsächlich, und ich zeige es dir gerne nochmal hier im
Original. Wenn das tatsächlich nur so ein bisschen gebogen ist. Und ich finde, das passt trotzdem schon ganz gut was rein. Also, wie gesagt, einmal den Teller. Den lege ich mir einmal so rum hin. Ungefähr mittig. Und gehe dann mit der Falzkugel vom Aufhebhelfer oder auch mit einem Bleistiftkugelschreiber, wie auch immer du gerne möchtest, einmal hier drum. Mach das auf beiden Seiten. Und schneid dann einmal durch beide Schichten gleich das obere Stück ab. Dann klappst du das einmal auf und hast jetzt hier von der Klebekante noch diese überstehenden Stücken. Die können wir hier einfach noch zu Ende rund abschneiden. Und wie gesagt, entweder bestempelst du jetzt einmal alles direkt oder wir kleben das erst sogar noch zusammen und bestempeln dann auf der Vorderseite. Das geht auch. So habe ich es auch gemacht und mache es auch jetzt noch einmal so. Also ich habe hauptsächlich für die Dekoration der Kissenschachtel das Stempelset Osterhase verwendet. Ja, also einmal für den Hintergrund, ich lege es einmal nochmal hierher, für den Hintergrund diesen Stempel verwendet. Zudem dann für den Spruch was Kleines zum Mümmeln. Und natürlich hier auch den Osterhasen, zu dem es wie gesagt auch die passende Stanzform gibt. Jetzt beginne ich einmal mit dem Blümchenstempel, benötige außerdem das Stempelkissen in Gartengrün. Ich stemple hier also jetzt Ton in Ton. Und mache das hier so ein bisschen kreuz und quer. Du kannst grundsätzlich natürlich auch gleich ein fertiges Designpapier nehmen. Ich finde hier tatsächlich aber den Farbkarton etwas stabiler als ein Designpapier und habe mich daher für diese Variation entschieden. Ja, wie gesagt, in sämtliche Richtungen einmal, wie es der Platz gerade hergibt.
So, ich denke, das genügt auch. Dann lege ich das mal ganz kurz beiseite zum Trocknen und nehme mir als nächstes gleich den Farbkarton in Grundweiß vor, um schon einmal den Hasen und das Etikett fertig zu machen. Und zwar habe ich hier einmal für den Hasen aufgezogen auf einem D-Block das Stempelkissen in Memento Schwarz verwendet. Das einmal. Und den Spruch, was Kleines zu mummeln, ebenfalls aus dem Stempelset Osterhase. Und hier noch einmal in Gartengrün. Lass mich einmal ganz kurz gucken, wie groß mein Etikett gleich sein wird. Ich habe hier diese Stanzform verwendet, die wunderschönes Duo-Etikett quasi bildet, also bestehend, wenn man möchte, aus einmal diesem ovalen und dem, ja, mit dem gewellten Rand, das man so schön dahinter legen kann. Da der Spruch jetzt nicht ganz hier unten drauf passt, habe ich ihn direkt hier drauf getan, aber ich finde es trotzdem super, dass man das hier so übereinander legen kann. Wenn ich sonst eigentlich immer ein Fan bin von erst stempeln, dann stanzen, schaue ich jetzt aber einfach mal, dass das Etikett vor allem drauf passt. Und mache es daher ausnahmsweise mal umgekehrt. Und stempel mir nun was Kleines zu mümmeln in Gartengrün auf den Farbkarton in Grundweiß. Dann kann das nämlich auch schon einen kurzen Moment wieder trocknen. Und ich nehme noch einmal den hübschen Osterhasen vor, den ich einmal koloriert habe mit den Stampin' Blends in Savanne Dunkel, Savanne Hell. Die gibt es ja immer als Doppelpack oder Kombipack. Und ich habe hier noch den Farbaufheller zusätzlich verwendet, um gerade zum Beispiel das kleine Puschelschwänzchen dann in ja, eher zartem Weiß zu halten. Ich gehe hier jetzt einmal mit der dunkleren Farbe und festeren Spitze einmal die Konturen nach und verblende anschließend mit dem helleren Stift. Das muss auch gar nicht so ganz akkurat sein. Ich gehe jetzt hier auch ungefähr nur bis zur Nase. Wie gesagt, gar nicht so schlimm, wenn es nicht so akkurat ist. Wir machen das gleich mit dem Verblenden. Und zwar jetzt, wie gesagt, der Hellsavanne. Und zwar hier die etwas weichere, längere Spitze. Und hier gehe ich jetzt quasi einmal über das bereits gemalte und verwische das so ein bisschen nach innen. Wenn es nicht gleich beim ersten Mal schön verwischt oder einen schönen Farbverlauf zeigt, kannst du natürlich auch noch ein bisschen öfter drüber gehen.
So, dann kannst du so lange drüber gehen, bis du mit den Farbverläufen soweit zufrieden bist. Sodass dein Hase ein kleines bisschen Struktur bekommt. Und des Weiteren, wie gesagt, der Farbaufheller, den habe ich jetzt einfach mal verwendet. Einmal für das Puschelschwänzchen. Für das Ohr, wobei hier vom Ohr ausgehend ein bisschen vom Savanneton mit nach innen sozusagen genommen habe. Und hier einmal den Bauch, der kann auch gerne ein bisschen heller sein. Und auch hier gerne wieder einmal so ein bisschen den Übergang gestalten, indem du einfach so vorsichtig von der Farbe in den Bereich, wo eben noch keine Farbe war, quasi wischt. Und damit ist auch das Häschen fertig, kann einen kurzen Moment trocknen, bevor wir es gleich ausstanzen. Und weiter geht's mit der Grundverpackung. Ich nehme mir dafür noch einmal diesen Bogen vor und brauche außerdem noch einmal den Teller. Und zwar legen wir den jetzt einmal so rum an, dass der mit seinen Rundungen quasi hier einmal von Kante zu Kante geht. Auch hier also nehme ich wieder einmal den Aufhebhelfer. Und versuche jetzt gut, ne, das Papier und den Teller gleichzeitig festzuhalten, dass das hier nicht wegrutscht, sonst gar nicht so einfach. Und hier falte ich jetzt ein bisschen kräftiger, weil das wollen wir ja gleich nach innen knicken. Muss das jetzt in dem Fall aber, weil wir es ja nicht schneiden, sondern tatsächlich nur falzen, auf beiden Seiten machen der Box. So. So, damit haben wir eine Öffnung gleich fertig. Wir machen das Ganze auf der anderen Seite auch noch einmal. Und auch auf der Vorderseite noch einmal. So, dann brauchen wir den Teller auch eigentlich nicht mehr und falten jetzt ganz vorsichtig die Öffnungen nach innen. So, eine Seite. Und die zweite Seite. So, damit ist jetzt quasi die Grundverpackung fertig. Du kannst, wenn du gerne möchtest, hier noch mit einer kleinen Kreisstanze ein Loch einstanzen, also so rein. Halbkreis im Endeffekt ausstanzen, um später sozusagen leichter mit dem Finger reinkommen zu können. Ich finde aber, es klappt auch so ganz gut und es ist nicht nötig. Daher lasse ich es ja auch einfach mal. Aber das einfach nur so als Hinweis am Rande. Kannst du gerne so machen. Und als nächstes habe ich hier mit diesem hübschen Designpapier dekoriert. Dabei handelt es sich hier um dieses hübsche Set, von dem ich gar nicht mehr ganz so viel habe. Gänseblümchentraum heißt das. Hier habe ich noch so einen Reststreifen. Der ist jetzt, mal gucken, ich glaube 3,5 cm breit, genau. Und wir brauchen ihn in einer Länge von 21 cm, um ihn gleich um die Box legen zu können. Das heißt noch einmal, falls in Schneidemaschine.
Und dann schau gerne, in welche Richtung deine Blümchen vielleicht gehen sollen. Und dann habe ich mir tatsächlich einfach mal da, wo ich das Muster ganz schön fand, einmal so quasi umgeknickt eigentlich nur. Mache das natürlich aber einmal in der Hand, damit beide Kanten ordentlich übereinander liegen. Leg das dann hier drauf. Das kannst du natürlich auch jetzt, wo die Box flach ist, machen. So, geht vielleicht leichter. Und dann sollte sie hinten natürlich auch entsprechend wieder ankommen. So. Jetzt schaue ich noch einmal auf meine Kissenschachtel eine Richtung hat, die mir besser gefällt, beziehungsweise wo ich vielleicht gleich auch etwas hinkleben werde. Ich möchte gerne, weil es bei mir nicht ganz so hübsch getroffen ist, einmal diese Stelle ein wenig überkleben und entscheide mich daher für diese Richtung und klebe jetzt einfach nur mit dem Flüssigkleber einmal die Banderole fest. Ich mache das hier gar nicht symmetrisch, sondern eher asymmetrisch, weil ich ja gerne einmal den Hasen noch hier, aber auch das Etikett noch oben drüber kleben möchte. Streiche mir das komplette Stück von hinten mit dem Flüssigkleber ein und klebe nun die Banderole an die gewünschte Stelle. Dann kommt als nächstes das Osterhäschen, das ich mir einmal mit der passenden Stanze ausstanze. Und mit den Dimensionals einmal aufklebe. Das war nämlich jetzt einmal die großen. Ich klebe mir den jetzt hier einmal an eine Stelle, dass ich aber auch noch genügend Blümchen sehe. Vielleicht so. Und dann fehlt nur noch das Etikett mit dem Spruch drauf, dass ich mir wiederum auch mit den Dimensionals aufklebe. Und zwar jetzt einmal hier so oben hin. Und habe zu guter Letzt noch mit so hübschen Glitzersteinchen dekoriert. Und zwar sind das diese aus dem Set bunt schimmernde Schmucksteine in Pastelltönen. Da habe ich mir wiederum mit dem Aufhebhelfer einen großen hier unten hingesetzt, einen kleinen noch daneben und hier oben noch einen kleinen. Und wenn ich jetzt verschließe die Box, dann habe ich, wie ich finde, eine hübsche kleine Kissenschachtel, die sich hervorragend als Goodie zu Ostern eignet. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem heutigen Video. Viel Freude beim Zuschauen, mit oder nachbasteln. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst
oder gar unter meinem Video kommentierst. Du findest weitere Beiträge von mir auf meinem YouTube-Kanal Nadine Kreativ, auch weitere Ostersachen, sowie auf meiner Website nadinekreativ.de, aber auch auf Instagram und Pinterest unter Nadine Kreativ. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, aber kein Video mehr verpassen möchtest, dann klicke doch abonnieren und aktiviere die Glocke. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Nadine Kreativ. Tschüss!